Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 7 von Astroneer. Ja, wie ihr seht, die Basis ist da und ich hatte ganz viele Kommentare von Mordrak und von Dralo und da ging es um das Werkzeug halt, wie ich das bediene und dass ich jetzt hier irgendwie lernen muss, wie ich das hier plätte, diese Landschaft und auch wie ich zum Beispiel da vorne war irgendwo, glaube, so ein, ja, wie sagt man dazu, komme ich jetzt nicht drauf, eine Schlucht sozusagen und die Schlucht, wie man die füllt und sowas, das haben die mir gesagt, mit C und mit V kann man das Werkzeug umstellen, mit Steuerung, Werkzeug war es, glaube, dass das dann auch händisch so einmal kurzfristig gemacht werden kann. Okay, da würde ich aber sagen, machen wir gleich nach dem Intro weiter, bis gleich. So, dann sind wir hier wohl drin, gehen wir mal raus, genau so ist es und dann wollen wir mal schauen, dass wir das, was wir gerade gesagt haben, eben üben. So, jetzt lass uns mal schauen, wo war denn das lang? Ich glaube, hier war diese Schlucht, oder? Dann müssen wir mal gucken, dass wir dort das Ganze ausprobieren. So, Werkzeug raus, E. Und jetzt V drücken. Und jetzt kann ich hier. Ne, tut sich aber nicht das, was ich will. Nochmal. Ah, jetzt vielleicht. Der Pfeil zeigt da weg. Jetzt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber es passiert ja was schon mal. Vielleicht, also jetzt muss ich nochmal V drücken und dann kann ich das hier reinmachen und das ist glätten, ne? Glaube ich. Wissen tue ich es natürlich auch nicht, ne? Wie funktioniert denn glätten? Okay. Ist das glätten? Ich weiß es nicht. Sieht so aus wie glätten, ne? Aber Ahnung habe ich da nicht von, ne? So, das ist V, das ist der Pfeil, der da nach außen zeigt. Das heißt, es muss Material wahrscheinlich dazukommen, oder? Muss halt nur aufpassen, ne, dass ich hier nicht runterfliege. Wenn ich runterfliege, habe ich verloren. Okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, wie eine Brücke. Okay. Es gestaltet sich doch schwerer, als ich dachte. Jetzt haben wir definitiv schon mal diese Brücke geschafft. Und können darüber laufen. Aber schön aussehen ist was anderes, ne? Aber ich krieg sie hin, oder? Es gibt bestimmt Leute, die es schlechter kriegen. So, und jetzt muss ich das abbauen hier oben noch, ne? Wie geht das? So, glätten. Okay, aber das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, sondern eher so. Kann man das wie eine Wasserwaage auch benutzen? Ich glaube, ich muss das erst nochmal reinmachen, ne? Ich glaube, so ist schon richtig, ja? Okay, und jetzt nochmal V fürs Glätten.
Ist das dieser Ring? Ist das wie eine Wasserwaage zu sehen, oder? Okay, das war jetzt nix, ne? Also, ja, es ist geglättet, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aha, man muss es nur einfach ziehen. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Total simpel, ne? Aber die Sauerstoffverstauung ist jetzt darunter gefallen, glaube ich. Ey, das ist ja total simpel. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt geht das ja easy going hier. So macht man's. Alles klar. So, eine wunderbare Fläche haben wir hier gerade gebastelt. Sehr gut. Sauerstoff müssen wir jetzt nur ne, wieder hinkriegen. T. Glaube ich schon verbunden dann, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Gut, dann haben wir das schon gelernt. Sehr gut. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Und das war die Geschichte mit der Forschung, ne? Die war hier irgendwo, diese komischen roten Pflanzen, hatte der Mordrak geschrieben. Die muss ich dann da hinten sind sie, oder? Sind sie das? Und irgendwo ist so eine kugelige Pflanze auch, dann hat er geschrieben. Und da sind dann die Forschungspunkte. So, die roten Dinger hier. Und das da unten ist der Forschungspunkt wohl. Ja, genau. Und wenn ich das mit F vor mir herhalte, dann kann ich es nach Hause tragen. Hat, glaube ich, der Dralo geschrieben, oder? Ah ja. So wie es aussieht, ist das etwas schwieriger. Wir haben jetzt wieder keinen Sauerstoff. Da oben ist die Pipeline. Kommen wir aber hin, oder? So. Jetzt laufen wir mal, aber schneller geht er auch nicht, ne? Oder? Doch, ein klein bisschen ist er vielleicht schneller. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das irgendwo hier mit der Forschungsgeschichte hinkriegen. Das Teil haben wir ja schon mal hier jetzt, ne? Das war Forschungskammer. Also kann ich das da jetzt reinpacken? Nee, so war es nicht. Ah, toll. Gut. Forschungskammer ist dran, aber die hat gar keinen Strom, kann das sein? Oder muss da muss doch bestimmt hier an dem Ding hier Strom dran, oder? Wo ist denn das Teil jetzt da? Okay, ich habe das jetzt angepackt, aber das wollte ich ja jetzt nicht. Ich wollte es ja da reinpacken. Platziere ein Objekt in die Kammer. Ja, das. Jetzt habe ich es geschafft. Drücke, um Forschung zu beenden. Okay, das ist unser erster Forschungsgegenstand, den wir jetzt erforschen. Sehr gut. Wollen wir hoffen, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. 27 BM, 493 Bytes. Das geht runter. Das heißt, der braucht noch ordentliche Datensammlung, bis das fertig ist. Ich glaube, wir können das hier erstmal so lassen, wie es ist. So, und dann holen wir wieder unser Werkzeug raus und ja, genau so war es nicht. Wir müssen erst umschalten und dann diese Plattform so zu ebnen, wie wir sie gerne hätten, ne? Ich glaube, so ist richtig, oder? Sieht erstmal gut aus, oder? Okay, das ist eine Ebene. Ja, ist es. Sehr gut. Und das ist jetzt auch eine Ebene. Da kommt es hochgebaut. Gehen wir mal nach hier. Der ist noch verbunden, der Pin da, ne? Ja.
Okay. Ja. Gut, das hat nicht geklappt mit dem Ding da. Da müssen wir gleich nochmal dran arbeiten wohl. Aber die Basis ist ja erstmal schon mal einigermaßen rund, ne? F untersuchen. Aktiv umrüsten, Decke, eine Portalkammer. Okay, ich weiß gar nicht, wie kann ich das Ding denn jetzt aufnehmen? F untersuchen. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Jetzt haben wir hier Murks gebaut. Ja, das war jetzt nicht so eine tolle Idee, wie ich gerade sehe, ne? Wir haben das hier höher gehoben, als ich gedacht habe. Aber das ist ja kein Problem. Wir können das ja wieder mit E machen und mit dem dann wieder richtig machen, ne? In der Hoffnung, dass dann das so glatt ist, wie ich mir das vorstelle, ne? Ich glaube aber, so richtig ist das nicht so, wie ich es mir vorstelle, ne? Oder? Oder geht's nicht besser? Kann ja vielleicht einer mal der beiden Kollegen mal sagen, ob ich da jetzt. Ne? Richtig sitze oder nicht. Aber ich glaube jetzt. Nee. Die Ebene war immer noch anders hier. Man sieht es hier dran, dass die Dinger noch ein bisschen in der Höhe nicht richtig sind. Diese Teile, die guckten vorher nicht so in der Erde. Naja. Schön ist was anderes, oder wie ist das? Eigentlich ist es ebenerdig, oder? Kann ja hier so sehr schön gucken, ne? Aber hier passt was nicht. Also hier ist ja die Basis gerade eigentlich, oder? Hier passt es nicht. Ja, weiß ich nicht. Da sind noch so ein paar Rubbel drinne, wo ich sage, wieso gehen die nicht weg? Hier, ne? Kriege ich nicht weg. Geht nicht. Ist das so wie ein Dingens, ne? Sag schon. Naja. Jetzt haben wir es wieder zugebaut. Der ist jetzt frei geworden, aber der nicht. Tja.
Hier, bei dem fehlt es jetzt nur, ne? Nee, das war wieder verkehrt. Okay, lassen wir erstmal so. Was sagt der denn jetzt hier eigentlich? Leuchtfeuerfarbe ändern. Ach, die Leuchtfeuer hatten wir ja schon, ne? Achso, okay, die können wir mal einmal anpacken, dann kommen die da auch wieder raus. Und die Leuchtfeuer braucht man, um Markierungen zu setzen. Das wurde auch geschrieben, ne? Damit ich weiß, wo eine tolle Ressource zum Beispiel ist, ne? Hier können wir mal gucken. Das sind noch 166, naja, weniger werdende Bytes. Und das läuft erstmal. Das haben wir schon mal geschafft. Gut, jetzt müssen wir weiter gucken. Der große Drucker, der sollte auch noch etwas beinhalten, was ich nicht mehr angeguckt habe, richtig. Mittelgroßer Drucker, hatte ich einen großen Drucker? Und der kleine Drucker hier, der muss ja erstmal richtig stehen, oder? Okay. Kabelstecker, nee, das war jetzt verkehrt. Das passt. Wo habe ich denn den großen Drucker? Habe ich noch keinen oder war der hier gemeint? Da habe ich nicht durchgeguckt richtig, glaube. Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, große Plattform, große Plattform, großer Drucker. Ich glaube, den großen Drucker habe ich noch gar nicht gebaut. Kann das sein? Keramik, ich weiß es nicht. Oder habe ich den irgendwo hingestellt und ich sehe es wieder nicht. Nee, ich sehe keinen großen Drucker. Oder ist der irgendwie eingepackt gerade eben? Kleine Batterie, kleiner Drucker, ein kleiner Generator. Ne, ich glaube, ich habe den noch nicht gebaut, oder? Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das ist so ein Regal. Ja. Harz ist da schon mal drin, oder wie sehe ich das? Keramik und Harz. Große Plattform, große Plattform, großer Drucker. Aber den kann ich ja nicht drucken. Doch, kann ich drucken, weil gemischt fehlt nur. Aber das müssen wir dem jetzt geben, ne? Jetzt muss ich nur das Gemisch da reinpacken. Hier ist aber kein Gemisch dran, ne? Doch da. Ist da noch mehr? Nein. Ja, irgendwie komme ich da jetzt gerade nicht mit. Ja, große Plattform, großer Drucker. Kriege ich es jetzt da reingesetzt? Ja. So, wo ist das andere Regal? Da hinten. Da sehe ich auf jeden Fall das, was ich brauche. Ja, wo ist er? Hier ist er. Jetzt brauche ich noch einen. Ist aber keiner mehr dran. Ist da noch einer dran? Nee. Jetzt fehlt mir das Gemisch. Das letzte Gemisch. Hier ist was nicht in Ordnung. Ja, da passt jetzt auch was nicht. So, der muss dahin. Jetzt kriegen wir auch wieder Sauerstoff. Irgendwie habe ich das hier auseinandergebaut und falsch. Geht das? Geht. Und der da? Geht hier hin. Und der da? Geht hier hin. Dann muss ich den da noch haben. Und jetzt passt es wieder. Gut, okay. Und irgendwo war jetzt noch eine Forschungsprobe. Das ist die. Das ist bestimmt die kleinen Dinger, die der Mordrak meinte, ne? Die habe ich jetzt auch.
Achso, die habe ich jetzt in meinen Rucksack gerade gepackt. Da war aber noch eine. Dann nehmen wir die gerade auch noch schnell mit. Gut, okay. Und dann gehen wir noch schnell zur Forschungsstation, die da hinten ja irgendwie fertig ist, oder? Auf jeden Fall ist das Teil da raus. Und jetzt gucken wir noch gerade, was der mir sagt. Nix. Und jetzt macht er das auch. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Okay, das wird jetzt auf jeden Fall geforscht. Das Ding, kann ich das hier absetzen? Ja, kann ich. Dann machen wir das doch erstmal so. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt gesehen, wie man Boden plättet. Wir haben die Forschungsgeschichte weiter vorangetrieben. Da müssen wir nachher noch, nachher nicht, sondern in der nächsten Folge müssen wir gucken, was hat mir das gebracht, was kann ich damit tun. Ja, und dann, ja. Gucken wir mal weiter, ne? Ich würde mal sagen, recht herzlichen Dank erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!